Ja, ahoi, du wunderschöner Mensch da draußen vor dem Bildschirm. Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Plauderstunde hier gemeinsam mit mir rund um die Themen Darmgesundheit, Reizdarmsyndrom, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, chronisches Erschöpfungssyndrom und so weiter und so fort, was sonst noch so in diesen Themenkomplex gehört. Ich freue mich auch heute wieder riesig, dass du eingeschaltet hast und heute begrüße ich vor allen Dingen auch meine Zuschauerinnen ganz besonders, denn es wird heute um ein Thema gehen, was besonders die weiblichen Betroffenen des Reizdarmsyndroms betrifft und wir werden klären, warum besonders die Darmwelt so häufig von einem Reizdarm betroffen ist, ob man dieser Statistik wirklich trauen kann und was das für Implikationen bereithält für die richtige Behandlung des Reizdarmsyndroms, sollten Frauen ihren Reizdarm grundsätzlich anders behandeln als Männer und wenn ja, warum? Und am Ende werde ich das Ganze vielleicht noch mit ein paar konkreten Empfehlungen würzen, so dass du wirklich einen Fahrplan hast, was sollte ich als Frau mit Reizdarmbeschwerden wirklich tun? Ich komme gerade von einer wunderschönen Joggingrunde rund um den Heimischen See und ich muss sagen, wenn ich jetzt rausschaue, die Sonne arbeitet sich durch, blauer Himmel, darauf habe ich seit Ewigkeiten gewartet. Es gab zwar schon so ein paar einzelne Tage in diesem Jahr, aber es war doch sehr lange grau, verregnet, jetzt war dieser große Sturm und es gibt wirklich nichts Schöneres, als da frühst loszujoggen. Heute hatte ich meinen Sohnemann mit im Fahrradanhänger, den schiebe ich dann vor mir her. Und wir sind um den Heimischen See gejoggt und da gibt es eine schöne Aussicht und dann kann man wirklich zuschauen, wie die Sonne sich durch die Wolken arbeitet, wie die sich über den Horizont schiebt. Das war phänomenal. Man kann den Tag begrüßen, die Schöpfung und es gibt fast nichts Schöneres auf der Welt, als das dort zu genießen mit Sohnemann und Hund. Natürlich wäre es auch noch toll gewesen, wären meine Mädels auch noch dabei. Aber das war ganz herrlich und befriedet einen tatsächlich so für die kommenden Tage. Da kann man richtig auftanken. Natürlich kann ich das auch erst wieder so richtig genießen, seitdem ich eben nicht mehr von diesen Darmsymptomen geplagt werde, von Durchfällen, von Bauchschmerzen, vor allen Dingen aber auch von der lähmenden Erschöpfung und allem, was da sonst so noch dazugehört beim Mastzellaktivierungssyndrom, bei der war ja ein Reizdarmsyndrom, ewig lange diagnostiziert. Später hat man auch noch eine Colitis festgestellt. Und ja, deswegen denke ich, kann ich relativ gut über diese Dinge hier sprechen. Frauen und Reizdarmsyndrom. Warum müssen wir überhaupt so über Geschlechterunterschiede bei dieser Erkrankung sprechen? Das hat folgenden Hintergrund. Auf der einen Seite wissen wir nämlich, dass Frauen deutlich häufiger vom Reizdarmsyndrom betroffen sind und je nach epidemiologischer Untersuchung liegt das Geschlechterverhältnis so zwischen 1,5 und 3 Frauen auf einen Mann. Natürlich wieder, wir hatten es letztens auch schon, was sind 1,5 Frauen, ist natürlich ein statistischer Durchschnittswert, aber so ungefähr sieht dieses Verhältnis aus. Und das wurde aber schon frühzeitig auch angezweifelt. Obwohl ich dazu sagen muss, rein historisch ist das den frühen behandelnden Ärzten tatsächlich auch schon so ins Auge gestochen. Also das Reizdarmsyndrom ist ja noch eine relativ junge Erkrankung, wie auch Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Das erste Mal wirklich so wissenschaftlich dokumentiert wurde es auf der Schwelle zum 20. Jahrhundert. 1905, 1910, da gab es die ersten Forschungsarbeiten dazu. Und wie kam es, weil sich diese frühen Ärzte und Wissenschaftler auf einmal mit einer großen Zahl an vor allen Dingen Patientinnen eben gegenüber sahen, die mit diesen typischen Reizdarmbeschwerden kamen, Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfälle, Verstopfung, Durchfälle und Verstopfung häufig auch im Wechsel. Und alles, was diese praktizierenden Ärzte damals unternahmen, um dort irgendwie eine Ursache festzustellen, das lief ins Leere. Also alle Untersuchungsmethoden, die damals verfügbar waren, die konnten keine Ursache feststellen. Es ließ sich keine Infektion finden, keine akute, es gab keine Ulzeration und so weiter und so fort. Und man benannte diese Erkrankung erst einmal nach einem der Hauptsymptome, und zwar war das der Schleimabgang mit dem Stuhl.
Das ist leider ein bisschen schade. Ich habe da auch ein ausführliches Video hier dazu gemacht. Das ist heute auch noch eines der verbreitetsten Symptome beim Reizdarmsyndrom, aber es wird häufig verschwiegen, wird nicht so oft drüber gesprochen. Und viele machen sich da große Sorgen, wenn sie diese Schleimablagerungen am Toilettenpapier finden oder auf dem Stuhl, weil sie einfach nicht gut aufgeklärt wurden. Und man benannte diese Erkrankung auf jeden Fall Mucus Colitis, also die schleimige Colitis. Und interessanterweise waren diese Wissenschaftler da 1910 schon deutlich weiter als dann die Wissenschaftler in den 70er, 80er, 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, weil wir eben heute gut belegt haben, dass beim Reizdarmsyndrom sehr wohl Mikroentzündungen eine Rolle spielen. Also Colitis passt dort wirklich auch und Schleim im Stuhl, wie gesagt, ein zentrales Kennzeichen der Erkrankung ist. Und weil man es eben mit so vielen Frauen zu tun hatte und diese Frauen auch noch besondere Persönlichkeitsfaktoren zeigten und viele mit psychiatrischen Diagnosen kamen, da wurde so ein bisschen die Erzählung von der Erkrankung der neurotischen Hausfrau geprägt, also eine Erkrankung der Frau, welche eben zur Selbstbeobachtung neigt. Sehr häufig finden wir dort auch solche Persönlichkeitseigenschaften wie eine hohe Neigung zum Perfektionismus. Und so weiter. Das lässt sich auch heute noch wirklich so in Umfragen zeigen. Und diese Erzählung natürlich der unterforderten Hausfrau, die so in sich hineinhorcht und habe ich nicht vielleicht was, die ist natürlich bitterböse, hatte aber viel auch mit dem damals verbreiteten Frauenbild noch zu tun. Denn die meiste Forschung wurde auch damals bereits in den USA vorgenommen. Und wenn man sich das Frauenbild in den USA Anfang des 20. Jahrhunderts anschaut, bis in die 60er Jahre teilweise noch hinein, dann ist das natürlich, passt das genau in dieses Frauenklischee. Und einiges hat sich da zum Positiven gewandelt, muss ich sagen. Anderes noch nicht. Werden wir gleich noch mal so ein bisschen detaillierter drüber quatschen. Auf jeden Fall ist hier schon aufgefallen, das sind sehr, sehr viel mehr Frauen, die über diese Reizdarmbeschwerden klagen. Nun wurde das aber auch von vielen Forschern frühzeitig angezweifelt und auch viele praktizierende Ärzte sagen, bin ich mir nicht so sicher, zu mir kommen auch wirklich viele Männer in die Sprechstunde. Es gibt da einige Unterschiede, vor allen Dingen was die Subtypen, also diese Unterkategorien des Reizdarmsyndroms betrifft. Frauen finden wir deutlich überproportional beim Subtyp mit Verstopfung, also welche hauptsächlich unter Verstopfung leiden. Auch überproportioniert im Mischtyp, der ist gekennzeichnet durch Bauchschmerzen und dann diesen Wechsel von chronischen Verstopfungen, die ab und an unterbrochen werden von unschönen Durchfällen, weichen Stuhlgängen, breiigen Stuhlgängen. Und das bedeutet aber nicht, dass Frauen eben bei diesen Subtypen zwar überproportional vorhanden sind oder diese überproportional über diese Beschwerden klagen, das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass Frauen nicht unter chronischen Durchfällen leiden können, also dieser Durchfalltyp der klassische. Hier ist das Geschlechterverhältnis nur ungefähr gleich. Also es leiden etwa ebenso viele Frauen unter dem Durchfalltyp wie Männer. Das sind diese Unterschiede. Und die Forscher bezweifelten eben, dass dieses Geschlechterverhältnis wirklich die Realität abbildet, weil, wie wurde dieses am Anfang häufig ermittelt, man hat sich hier Krankenkassendaten häufig genommen und hat geschaut, wie sieht das aus bei den Ärzten, wer ist in der Sprechstunde, okay, dreimal so viele Frauen wie Männer beispielsweise. Und hier haben wir natürlich viele Confounder-Variablen, weil wir einfach wissen, Frauen gehen ohnehin deutlich häufiger zum Arzt, egal ob es um Präventionsangebote geht, also Vorsorgeuntersuchungen oder auch wenn kleinere, mildere Symptome vorhanden sind, lassen Frauen eher drauf schauen und Männer so ja, fast eine gewisse Scheu haben, zum Arzt zu gehen. Es könnte ja wirklich auch etwas sein. Und die verkneifen sich das dann eben lieber länger. Und dann haben wir auf der, also das ist wissenschaftlich gut belegt, Frauen gehen häufiger zum Arzt und fürs Reizdarmsyndrom ist das auch belegt. Auf der anderen Seite wissen wir allerdings, dass die Weiblichkeit natürlich einige besondere, einfach aufgrund ihres Rollenbildes, einige Besonderheiten mit sich bringt, die sie eben eher dafür prädestiniert, noch einmal eher den Arzt aufzusuchen, wenn sie unter einem Reizdarm leidet. Weil
Wir wissen heute, da wird untersucht, was sind die Gründe, warum gehen Patienten mit einem Reizdarmsyndrom zum Arzt? Und das machen ja nicht alle. In manchen Studien sind das nur rund 30% der Befragten, die angeben so, man kann ja nach den Rom-Kriterien fragen und dann sagen, okay, diese Leute haben mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Reizdarmsyndrom. Das sind die Prävalenzabschätzungen, wo man zum Beispiel sagt, 17% der Deutschen ungefähr könnten an einem Reizdarm leiden. Und jetzt wissen wir von diesen 17, 18% der Deutschen geht aber nur ein Drittel zum Arzt. Und was unterscheidet diese von jenen, die sagen, okay, mein Leben kriege ich irgendwie so hingemanagt? Und das ist auf der einen Seite natürlich der Schweregrad. Umso stärker die Bauchschmerzen sind, desto eher gehen wir zum Arzt. Auf der anderen Seite aber auch die psychiatrischen Komorbiditäten. Also besteht eine Neigung zu depressiven Verstimmungen oder zum Angsterleben, wird auch deutlich eher zum Arzt gegangen. In dieser Krankheitsgruppe finden wir Frauen ebenfalls deutlich häufiger vertreten. Alle Angsterkrankungen haben ein Geschlechterverhältnis in Anführungszeichen zugunsten der Frau. Frauen sind dort überrepräsentiert, gehen schon deswegen auch deutlich häufiger zum Arzt. Und beim Reizdarmsyndrom ist es nochmal so, also es gibt Untersuchungen, die zeigen, weit über 90% der Reizdarmpatienten erfüllen die Kriterien für eine psychiatrische Diagnose. Somatisierungsstörungen, Angststörungen, depressive Verstimmungen und so weiter. Also trifft das hier sozusagen alles aufeinander. Und einer noch der wichtigsten Gründe, warum Männer und Frauen einen Arzt aufsuchen mit dem Reizdarmsyndrom, ist die Scham. Und dieses Schamerleben ist aufgrund des spezifischen weiblichen Rollenbildes bei Frauen natürlich deutlich häufiger ausgeprägt. Also was ich da manchmal wirklich so von Klientinnen hören muss oder von Leser, von Zuschauerinnen lesen, das macht mich eigentlich so richtig traurig. Wenn dann diese oft jungen Frauen, das Reizdarmsyndrom ist ja eine Erkrankung des jungen Erwachsenenalters, wo es sowieso nicht immer alles so einfach ist. Wenn die dann sagen, sie fühlen sich aufgrund der Symptome eklig oder haben das Gefühl, von anderen als eklig abgelehnt zu werden, haben dann Angst, in der Beziehung sich zu offenbaren und so weiter. Das ist für Frauen natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Da entstehen andere Bedürfnisse und Sorgen. Und das merke ich auch ganz deutlich. Das habe ich am Anfang nicht so verstanden. Das ist heute für mich als Psychologe natürlich extrem wichtig. Diese Geschlechterunterschiede bei der Therapie, die muss man wirklich ernst nehmen. Man muss diese Dinge in die Therapie einfließen lassen, weil eben dieses Schamthema für Frauen nochmal eine ganz besondere Rolle spielt. Wo man sagen kann, zum Beispiel ist natürlich auch ein Klischee, aber wir sind alle nicht frei davon von diesem Denken. Und wenn wir zum Beispiel sagen, ja, so typisch zum harten Mann auf der Baustelle oder zum, keine Ahnung, Paketboten oder was auch immer, wenn der mal seine Darmwinde entweichen lässt oder ja, sagt, ich muss jetzt noch mal auf Toilette, gestern Bier zu viel, dann, und das auch natürlich ein bisschen anders ausgedrückt als jetzt hier von mir, dann gehört das irgendwie dazu zu diesem Bild und keiner stößt sich auch daran. Aber wenn du dir dasselbe jetzt vorstellst für die junge Sekretärin im Business Dress oder für die Reisekauffrau oder was auch immer, dort ist das noch extrem mit Tabus, mit Scham belegt. Und das ist schon immer ganz interessant für mich, wenn ich da frage, meine Klientinnen oder Leserinnen, wie sie sich das überhaupt vorstellen, wie das bei gesunden Menschen ist. Denn hier muss man wirklich mal dazwischenfahren, Männer und Frauen, das ist untersucht worden, gibt ja eigentlich fast nichts, was nicht von der Wissenschaft irgendwie überprüft wurde, mittels einem Katheter, wo man geschaut hat, wie oft lassen Menschen Darmwinde entweichen? Gibt es da Geschlechterunterschiede? Wie sieht es mit der Menge des Gases aus? Sind das alles Fermentationsgase? Es gibt keinen signifikanten Unterschied. Also auch eine Frau muss eben genauso häufig pupsen wie wir Männer auch, am Tag, in der Nacht. Ähnlich sieht es mit dem Stuhlgang aus, obwohl es hier aber Unterschiede gibt. Sehen wir schon an den Subtypen, kommen wir auch später nochmal darauf zu sprechen, gibt biologische Unterschiede. Das war auf jeden Fall immer diese Hypothese. Frauen werden eben häufiger zum Arzt einfach gehen und sind deswegen überrepräsentiert. Und nehmen wir uns realistischere Daten, dann wird sich das Geschlechterverhältnis anpassen.
Dem ist aber auf jeden Fall nicht so, denn inzwischen wurden natürlich auch andere epidemiologische Untersuchungen vorgenommen. Und wenn wir das Ganze über Fragebogenstudien machen, also einfach Stichproben herausgreifen, dann sehen wir eindeutig, dass tatsächlich diese Disproportionalität immer noch vorhanden ist. Sie geht ein Stück runter, also meistens ist es dann nicht mehr so 3:1, sondern eher der Faktor, ich sag mal, 1,5 bis 2, aber Frauen sind deutlich überrepräsentiert beim Reizdarmsyndrom. Und das sieht man auch sehr schön beispielsweise, wenn wir uns etwa einen der kräftigsten Risikofaktoren für die Erkrankung mal herausnehmen. Und zwar ist das die akute gastrointestinale Infektion. Zu Deutsch würden wir sagen, das ist die gute alte Magen-Darm-Grippe, verschiedene Viruserkrankungen, Lebensmittelvergiftungen und so weiter und so fort. Jeder kennt sie, jeder liebt sie. Die allermeisten dürften die schon durchgemacht haben, wahrscheinlich auch du. Und diese akute gastrointestinale Infektionserkrankung, die ist tatsächlich einer der Hauptrisikofaktoren in den kommenden Monaten, danach ein Reizdarmsyndrom zu entwickeln. Und das hat vor allen Dingen mit einer chronischen Immunaktivierung zu tun. Also die Immunantwort kann dort nicht mehr richtig eingefangen werden. Es kommt zu Mikroentzündungen, Veränderungen im Serotoninsystem. Und dann entstehen diese chronischen Darmsymptome, die Reizdarmbeschwerden, Durchfälle, Verstopfung, oft auch im Wechsel eben, wie bei der Frau häufig. Und auch die viszerale Hypersensitivität, die für Bauchschmerzen sorgt. Natürlich ist es allerdings so, dass nicht alle Menschen mit einer, die jetzt so eine Magen-Darm-Grippe durchleben, dass die ein Reizdarmsyndrom entwickeln. Das wäre auch ordentlich schlimm, denn wie gesagt, die meisten Menschen kennen das eben. Was prädestiniert Menschen also dafür, dass sie eben die Reizdarmerkrankung dann bekommen? Hier gibt es auch wieder verschiedene Risikofaktoren. Und erst einmal muss man sagen, das Ganze ist auch genetisch prädestiniert, also jede Entwicklung des Reizdarmsyndroms hat eigentlich genetische Prädiktoren, egal ob es eben Fehlernährung ist, die zu einer Dysbiose führt und dann zu Reizdarmbeschwerden, oder haben wir eben auch diese postinfektiöse Variante des Reizdarmsyndroms. Dafür gibt es verschiedene Susceptibility-Loci, die wirklich dich das so ein bisschen anfälliger machen, ein Reizdarmsyndrom zu entwickeln. Aber wir brauchen noch einen Umweltfaktor, der eben oben drauf gesetzt wird, oder verschiedene Risikofaktoren, dass es wirklich zum Ausbruch der Erkrankung kommt. Also es ist wie bei anderen chronischen Erkrankungen auch. Und die Risikofaktoren bei dieser postinfektiösen Variante, die sind eben unter anderem die Intensität der gastrointestinalen Infektionen und des entzündlichen Geschehens. Aber noch vor diesen ist das weibliche Geschlecht. Also Frauen sind hier auch deutlich überrepräsentiert und deutlich anfälliger, nach so einer Magen-Darm-Grippe chronische Darmbeschwerden zu entwickeln. Und das ist, wie gesagt, noch deutlich relevanter als die Intensität der Beschwerden während der eigentlichen Magen-Darm-Grippe. Und auch, es gibt noch ein paar andere Risikofaktoren wie akutes Angsterleben, chronischer Stress zum Zeitpunkt dieser Infektion. Und wir wissen eben auch aus wissenschaftlichen Erhebungen, auch hier sind Frauen deutlich überrepräsentiert. Vielleicht ganz kurzes Fazit erstmal an dieser Stelle. Es ist tatsächlich so, Frauen haben erstmal eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, ein Reizdarmsyndrom zu entwickeln und klagen dann oft auch über stärkere Symptome. Wie kann das aber sein? Was steckt da dahinter? Wie können wir das erklären? Und ich möchte erst ganz kurz, bevor wir uns hier an einer Erklärung versuchen, möchte ich erst einmal ganz kurz noch auf einen anderen wichtigen Punkt eingehen, denn bei der Frau spielen ja noch ein paar andere Faktoren eine Rolle und man sollte fragen, ob Reizdarmbeschwerden, und hier muss ich noch mal einen ganz kurzen Exkurs einfließen lassen. Was ist eigentlich ein Reizdarmsyndrom? Das Reizdarmsyndrom ist eine Ausschlussdiagnose und der Name sagt schon, es ist ein Syndrom, also ein Symptomkomplex. Das Reizdarmsyndrom hat bis heute noch keine biologischen Marker, anhand deren wir die Diagnose stellen können, weil einfach dieser Symptomkomplex sehr, sehr heterogen ist und ganz unterschiedliche Patienten mit unterschiedlicher Pathogenese
eben unter diese Diagnose fallen. Und deswegen finden wir dort sehr unterschiedliche Subtypen. Ein postinfektiöser Reizdarm unterscheidet sich anhand seiner Krankheitsmechanismen massiv eben von einer Reizdarmerkrankung, die zum Beispiel durch Fehlernährung oder eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hervorgerufen wird. Aber da wir eben nur die Diagnosekriterien zur Verfügung haben und die besagen erstmal nur, dass du regelmäßig Bauchschmerzen haben musst, mindestens einmal pro Woche, dass diese Beschwerden schon länger bestehen sollten und dass diese Bauchschmerzen in irgendeinem Zusammenhang mit dem Stuhlgang stehen sollen, also meinetwegen vor dem Stuhlgang stärker sind, durch den Stuhlgang besser werden und oder aber mit Stuhlunregelmäßigkeiten, das bedeutet einer Veränderung der Häufigkeit, wie oft gehst du zur Toilette oder auch der Stuhlkonsistenz, breiiger Stuhl, Verstopfung, harter Stuhl, und so weiter und so fort. Und jetzt kannst du dir vorstellen, hier fallen eben ganz unterschiedliche Menschen drunter. Und wir wissen auch, zahlreiche andere Erkrankungen können diese Beschwerden auch verursachen. Die klassischen werden eben beim Arzt abgeklärt, vor allen Dingen die, die für dich gefährlich werden könnten, zum Beispiel eine Zöliakie, die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, verschiedene Parasitosen und so weiter. Was bei den Frauen eine wichtige Rolle spielt, leider aber häufig vergessen wird, ist die Endometriose. Die Endometriose ist eine Erkrankung der Frau, bei der gebärmutterschleimhautähnliches Gebebe außerhalb der Gebärmutterhöhle wächst, zum Beispiel auf den Eileitern. Und im Laufe des Menstruationszyklus verändert sich eben dieses Gebebe, kann dann zu Bauchschmerzen führen, zu Narbenbildung und so weiter und auch alle möglichen Darmsymptome verursachen. Also wir wissen tatsächlich hier aus klinischen Untersuchungen, dass Frauen mit einer Endometriose, und die ist gar nicht so selten, also 4 von 5 dieser Frauen klagen tatsächlich über Bauchschmerzen und ein paar weniger über diese Stuhlunregelmäßigkeiten wie Verstopfung, Durchfälle etc. Wenn das Ganze jetzt nicht untersucht wird, dann besteht natürlich die Gefahr, dass wir nicht zielgerichtet behandeln können. Deswegen immer als weibliche Zuschauerin, wenn du unter diesen chronischen Darmbeschwerden leidest, lass dich auch gynäkologisch ordentlich durchchecken. Es gibt tatsächlich eine große Schnittmenge zwischen der Endometriose und dem Reizdarmsyndrom. Wir wissen, Frauen mit einem Reizdarm, nee, andersrum, Frauen mit einer Endometriose sind mindestens doppelt so häufig auch von einem Reizdarmsyndrom betroffen. Und damit noch nicht genug. Also es gibt nicht nur diese Überschneidung in der Menge, dass sich die Endometriose häufig hinter den Reizdarmbeschwerden versteckt, sondern beide teilen auch verschiedene körperliche Krankheitsmechanismen, angesprochen jetzt mal ganz kurz als Stichworte, die chronische Immunaktivierung mit vor allen Dingen einer starken Mastzellaktivität oder auch Mikroentzündung und so weiter und so fort. Also das noch so mal ein Stück weit vorweggeschoben, schon mal als spezifische Botschaft für dich als Zuschauerin. Hast du Reizdarmbeschwerden? Lass dich unbedingt auch gynäkologisch durchchecken. So, dann warum ist es eigentlich so, dass Frauen so deutlich häufiger vom Reizdarmsyndrom betroffen sind? Das muss ja irgendeinen Grund haben. Und wir haben schon über einige gesprochen. Es gibt eben diese Unterschiede, was die Scham betrifft, beispielsweise. Frauen melden sich häufiger beim Arzt. Und natürlich spielt das alles eine Rolle. Aber auf der anderen Seite wissen wir eben auch, es gibt diese, und jetzt muss man heute wahrscheinlich leider so machen, große Triggerwarnungen. Falls du ein strenger Anhänger der Gender-Theorie bist, vielleicht jetzt lieber wegklicken, aber ich muss es einfach so aussprechen. Die Forschung ist da glasklar. Es gibt starke biologische Unterschiede. Allein wenn wir uns die Darmfunktionen anschauen, also jetzt mal nur bezogen auf dieses kleine Kriterium, die Funktionen des Darms, die Schmerzverarbeitung etc., hier gibt es deutliche Geschlechterunterschiede, die die Frau eben für Reizdarmbeschwerden prädestinieren oder für die Entstehung des Reizdarmsyndroms. Welche sind das? Und ich werde hier jetzt nur erstmal eine kurze Zusammenfassung geben. Also erstmal die Großen, wenn wir uns das anschauen. Wir wissen, es gibt Unterschiede bei der Transitzeit des Nahrungsbreis und auch des Stuhls. Also wie schnell wird der Nahrungsbrei durch den Verdauungstrakt transportiert, wie schnell wird der Stuhl vorangeschoben, die Kontraktion der Darmmuskulatur,
aber auch der migrierende motorische Komplex, der MMC. Hier gibt es wirklich Geschlechterunterschiede. Auf der anderen Seite wissen wir auch, es gibt Unterschiede bei der viszeralen Sensitivität. Wie stark nehmen Männer und Frauen eben Schmerzreize, Dehnreize, Kontraktionen im Darm wahr? Und es gibt aber auch Unterschiede bei der Schmerzverarbeitung und bei der Schmerzwahrnehmung im zentralen Nervensystem. Also diese Unterschiede beziehen sich auf die lokale Wahrnehmung, tatsächlich im Darm, die viszerale Sensitivität und auch dann die Verarbeitung im zentralen Nervensystem. Auf der anderen Seite, das ist natürlich wichtig, gibt es auch, hier ist natürlich ebenfalls die Frau dafür prädestiniert, einfach aufgrund ihrer spezifischen Sexualhormone. Besonders Östrogene haben eben wirklich spezifische Auswirkungen auf verschiedene Darmfunktionen. Werden wir vielleicht dann auch nochmal so ein bisschen konkreter darauf eingehen, was das eigentlich bedeutet und wie hier eben das Ganze dich für Darmsymptome anfälliger machen kann. Einfach der Monatszyklus, den ja Männer nun einmal nicht haben. Und es gibt auch noch ein paar andere Dinge. Wir wissen, es gibt Unterschiede, die sind aber noch nicht so gut belegt, ob das wirklich beim Reizdarm auch eine Rolle spielt. Aber es gibt noch weitere biologische Geschlechterunterschiede, wie zum Beispiel im neuroendokrinen System. Wir haben aber auch Unterschiede beim autonomen Nervensystem, also Parasympathikus und Sympathikus bei der sogenannten vegetativen Ladung. Und wir haben auch große Unterschiede bei der Stressreaktivität, was ebenfalls wichtig ist, denn das Reizdarmsyndrom, wie auch Fibromyalgie, chronisches Erschöpfungssyndrom etc. sind sogenannte stressassoziierte Erkrankungen. Früher wurde ja auch häufig gesagt, ja, der Stress, der ist das Hauptproblem. Das ist jener, der die Beschwerden auslöst. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber wir wissen, es gibt ein feines Zwischenspiel, vor allen Dingen über die Hirnmikrobiom-Darmachse. Stress kann zu Darmbeschwerden führen und Darmbeschwerden machen natürlich auch wieder Stress. Es gibt da wirklich eine bidirektionale Kommunikation. Und deswegen ist Stress ein wichtiger Trigger und ein Einflussfaktor bei unserer Erkrankung. Und Frauen haben eben eine bisschen ungünstigere Stressreaktivität häufig. Das hat vor allen Dingen auch mit diesen hormonellen Unterschieden zu tun. Und ja, kommen wir jetzt dann im nächsten Punkt dann auch nochmal darauf zu sprechen. Das hat nämlich Auswirkungen vor allen Dingen auch auf den Lebensstil und auf die Auswirkungen auf deine Erkrankung. Vielleicht, um das Ganze jetzt mal noch so ein bisschen zu illustrieren, werden wir nochmal über die Sexualhormone oder die Rolle der Sexualhormone beim Reizdarmsyndrom sprechen. Zum Beispiel ist gut bekannt, dass die Veränderungen der Östrogene, also ob wenig oder viel Östrogene gerade produziert werden, dass diese Einfluss auf die sogenannten Spurenamine im Darm nehmen. Und diese Spurenamine, wenn sich deren Konzentration im Darm erhöht, die sorgen für ein proentzündliches Milieu in deinem Darm und vor allen Dingen auch für eine verschlechterte Integrität deiner Darmbarriere. Die überdurchlässige Darmbarriere, da wird sehr häufig vom Leaky Gut-Syndrom auch gesprochen, vor allen Dingen unter den Patienten. Die Ärzte mögen den Begriff natürlich nicht so gerne, aber es ist eindeutig belegt, gerade beim Reizdarmsyndrom sind das zwei der wichtigsten Pathomechanismen überhaupt, die gestörte Darmbarriere und eben diese Mikroentzündung im Darm. Und diese sind abhängig eben von der Östrogenbildung, was eben auch erklärt, warum Frauen häufig diese Reizdarmbeschwerden heftiger wahrnehmen in verschiedenen Phasen des Monatszyklus der Menstruationsphase. Und die Wissenschaftler, welche sich spezifisch mit diesem Gebiet auseinandersetzen, die sagen eben auch wirklich, dieser Zusammenhang, der erklärt eigentlich diese engen Assoziationen und Überschneidungen zwischen dem weiblichen Geschlecht, dem Reizdarmsyndrom und vor allen Dingen auch der Dysbiose, deiner Darmflora und auch der Fehlernährung. Hier gibt es eine ganz enge Überschneidung und die Sexualhormone sind hier wirklich ausschlaggebend und deswegen natürlich haben Frauen hier eine andere Voraussetzung als Männer. Was bedeutet das jetzt letztendlich? Wir wissen eben, Frauen sind deutlich häufiger von einem Reizdarmsyndrom betroffen. Dafür sind vor allen Dingen biologische Unterschiede verantwortlich. Auch ein paar psychologische und soziale haben wir auch angesprochen.
Was bedeutet das jetzt für dich als Frau mit einem Reizdarmsyndrom? Zum einen auf jeden Fall, dass verschiedene Lebensstilfaktoren, weil es eben diese biologischen Voraussetzungen gibt, sich besonders stark auf deine Beschwerden auswirken. Und das ist in hunderten Untersuchungen gut belegt. Ungünstige Verhaltensweisen wirken sich besonders krass auf Frauen mit einem Reizdarmsyndrom aus oder begünstigen Frauen ohne Reizdarm noch, eines zu entwickeln. Auch hier möchte ich einige Beispiele geben. Etwa ganz faszinierende Studien gibt es zum Kaffeekonsum. Da hatte ich ja mal hier ein ausführliches Video auch darüber gemacht. Gibt es eine interessante Untersuchung, wo man zeigen konnte, bereits für Reizdarmpatienten, bereits eine Tasse Kaffee pro Woche erhöht signifikant das Risiko für eine Reizdarmdiagnose, und zwar für beide Geschlechter. Aber schlechte Nachricht jetzt für dich als leidenschaftliche Kaffeetrinkerin mit Reizdarmbeschwerden. Wenn es dann um die Menge des konsumierten Kaffees ging, da wirkte sich das Ganze eigentlich fast überhaupt nicht auf die Männer auf. Es gab keine signifikanten Unterschiede, ob derjenige dann eine Tasse pro Woche getrunken hat oder eben zwei, drei Tassen täglich. Da gab es fast keinen Unterschied. Aber für das weibliche Geschlecht war das stark signifikant. Das bedeutet, umso mehr Kaffee getrunken wurde, zwei Tassen am Tag beispielsweise, das erhöhte noch einmal deutlich das Risiko für die Reizdarmdiagnose und verstärkte auch die Intensität der Beschwerden. Noch einmal potenziert wurde das Ganze, wenn diese Damen, die diese Beschwerden eben hatten, einen BMI von über 25 hatten, also den Body Mass Index. Ganz ähnliche Untersuchungen gibt es zum Beispiel auch mit der Bewegung, und da gab es auch vor kurzem erst ein Video, wo wir drüber gesprochen haben. Ganz wichtig beim Reizdarmsyndrom: mehr bewegen. Da gibt es eine tolle japanische Studie, wo man zeigen konnte, umso höher die zurückgelegte Schrittzahl am Tag, desto weniger Reizdarmbeschwerden waren vorhanden. Und das Ganze ist wirklich mit einem kausalen Zusammenhang. Also es ist nicht nur einfach eine Assoziation. Das wurde in weiteren Interventionsstudien belegt. Und hier wurde ausgerechnet, dass die Erhöhung der Schrittzahl von durchschnittlich 4.000 auf 10.000 pro Tag tatsächlich zu einer Reduktion der Reizdarmbeschwerden von 50% führen könnte. Absoluter Wahnsinn. Und viele von euch haben drunter kommentiert und gesagt, ja, das habe ich auch bei mir beobachtet, umso mehr ich mich bewege, desto besser. Und hier wieder ganz wichtig für die weiblichen Zuschauer: dieser Zusammenhang war deutlich stärker für die Frauen ausgeprägt als für die Männer. Also Bewegungsmangel, zu viel Kaffee trinken, das ist ein großes Problem. Die Beschwerden verstärken sich dadurch. Andererseits haben wir zum Beispiel auch den Alkoholkonsum, und hier rede ich nicht von Alkoholikerinnen, sondern tatsächlich auch vom abendlichen Glas Rotwein. Hier ist nicht viel nötig, um tatsächlich nur für Frauen jetzt wieder die Beschwerden zu verstärken und das Risiko für die Diagnose zu steigern. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Faktoren wie chronischen Stress oder auch verschiedene Ernährungskomponenten, wie zum Beispiel das Auslassen des Frühstücks. Hier sind Männer mit einem Reizdarmsyndrom auch wieder besser dran. Die kommen häufig mit diesen kleinen Sünden im Alltag besser zurecht, wo Frauen deutlich strenger sein müssen. Auch chronisches Stresserleben im Berufsleben oder im Alltag wirkt sich stärker auf die Frauen auf, vor allen Dingen auch was die Hormonproduktion der Stresshormone, unter anderem Cortisol eben betrifft. Und ein ganz extrem wichtiger Faktor noch, über den wir vielleicht dann auch nochmal kurz bei den konkreten Hinweisen sprechen werden, ist das Schlafverhalten. Schlaf- und Reizdarmsyndrom, das ist sowieso ein extrem wichtiges Thema, werden wir auch bald ein ausführliches Video dazu noch haben, ist meiner Meinung nach die unterschätzteste Komponente bei der Therapie des Reizdarmsyndroms. Es gibt fast nichts, keinen Lebensstilfaktor, ich würde ihn fast noch, na zumindest an die Ernährung ranschieben, der sich so extrem auf die Darmgesundheit auswirkt wie ein ordentliches Schlafverhalten. Und die meisten da draußen wissen ja überhaupt nicht, was ein ordentliches Schlafverhalten ist. Werden wir dann vielleicht auch noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Aber die Studien sind da wirklich eindeutig, und du als Frau musst noch mal ganz besonders darauf achten. Ja, gehen wir dann einfach noch mal ein bisschen bei der Praxis drauf ein, was du unbedingt tun und unterlassen solltest. Wie sieht es aus? Jetzt kennst du diese biologischen Hintergründe und weißt auch, dass du strenger sein musst bei der Therapie des Reizdarmsyndroms. Solltest du als Frau auf Grundlage dieser Erkenntnisse deinen Reizdarm anders behandeln als ein männlicher Patient?
Und hier ist die Antwort klipp und klar ja, denn das implizieren natürlich schon die Unterschiede beispielsweise bei den Sexualhormonen. Hier kannst du eben mehr Arbeit reinstecken und vor allen Dingen ist mir aber besonders wichtig, dass Frauen sehr häufig den Fehler begehen, meiner Meinung nach, dass sie sich zu sehr auf singuläre Methoden einschießen und vor allen Dingen auch die sogenannten sanften Methoden bevorzugen. Also ganz oft, wenn ich so mit Leserinnen, die mir dann schreiben, ja, ich krieg das nicht so richtig hin, was könnte ich denn noch tun, dass ich sagen wir mal so ein bisschen überrascht bin, dass Frauen trotzdem dazu tendieren, obwohl sie sehr schwere Symptome mitunter zeigen, eben ja, stark auf diese naturheilkundlichen Verfahren beispielsweise zu setzen. Wir wissen aus Studien, knapp 50% der Betroffenen mit einem Reizdarmsyndrom neigen oder wählen mit der betroffenen Zeit besonders naturheilkundliche Verfahren, setzen da eben auch auf die Alternativmedizin. Und der größte Risikofaktor, das klingt jetzt doof, aber ja, ich sage es einfach so. Der größte Risikofaktor, sich für die Alternativmedizin zu entscheiden, ist eben auch das weibliche Geschlecht, weil das eben diese sanften, ja, vermeintlich sanften Therapieverfahren sind, mit wenig Nebenwirkungen, im Einklang mit dem Körper und so weiter. Und ich bin der allerletzte, der diesen Verfahren ihre Effektivität abspricht. Das ist alles wissenschaftlich gut belegt. Es gibt Hinweise für die Wirksamkeit der Homöopathie beim Reizdarmsyndrom. Die Akupunktur hat eine wunderbare Datenlage, ist in vielen Studien deutlich effektiver, zum Beispiel als die Basismedikation. Gleiches gilt auch für das Yoga und so weiter. Und Frauen haben aber leider eben so ein bisschen diesen Drang, sich zu verstärkt auf diese Methoden einzuschießen oder auch auf andere singuläre Dinge, wie ich nehme da jetzt ein Probiotikum, wobei sie alle Daten zeigen, dass deutlichen Mehraufwand betreiben sollten. Und vor allen Dingen wird immer darauf hingewiesen in relevanten Studien, dass Frauen einen holistischen Ansatz bevorzugen sollten. Also diese Naturheilverfahren, die wirken, die können auf jeden Fall ein Bestandteil deiner Therapie sein, aber du solltest eben noch andere Verfahren keinesfalls vernachlässigen. Männer, die neigen so eher zu den großen, ja, zum großen Hammer, sage ich mal. Die lieben diese apparativen Verfahren. Wenn Männer mir schreiben, werde ich immer gefragt, ja, wie sieht das aus hier mit der Stuhltransplantation? In welche Klinik muss ich fahren? Welches Antibiotikum soll ich nehmen? Und Frauen sind da deutlich zurückhaltender. Beides ist meiner Meinung nach ein Fehler. Man sollte auf eine ganzheitliche Therapie setzen, eben Ernährungsumstellungen, Fasten. Es gibt verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, die sich besonders für Frauen eignen. Man sollte sich hier breiter aufstellen und vor allen Dingen musst du als Frau deutlich strenger sein bei der Planung deines Alltags. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe. Wo Männer mit vielen kleinen Sünden davonkommen, musst du als Frau wirklich streng sein und darauf achten, dass du diese Dinge im Check hast, um keine Symptome zu provozieren. Deswegen, wenn wir dann auch so ein bisschen drüber sprechen werden, was kannst du tun, Ernährungsumstellung und so weiter und so fort. Hier musst du wirklich so die Zügel ein bisschen enger ziehen, sage ich mal. Und wir werden das Ganze dann noch ein bisschen konkreter machen, keine Frage. Studien zeigen auf jeden Fall, dass schon bei der medikamentösen Behandlung deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern bestehen. Andere Hinweise gibt es zum Beispiel auch bei der Behandlung mittels Entspannungsverfahren, kognitiver Verhaltenstherapie, also Psychotherapie letztendlich. Hier sprechen Frauen auf einige Interventionen deutlich besser an. Und auf was du dich hier fokussieren solltest, ist vor allen Dingen eben auch diese Lebensstilkomponente, die psychologischen Faktoren und auch die Lehren aus diesen medikamentösen Studien. Du solltest vor allen Dingen versuchen, Einfluss auf dein Serotoninsystem zu bekommen. Und das funktioniert nicht nur über Zitrone und Co., sondern man kann da auch sehr viel über Ernährung beispielsweise machen. Kommen wir jetzt gleich drauf. Du solltest also deinen Reizdarm als Frau anders behandeln als ein Mann. Was kannst du konkret tun? Darüber möchten wir jetzt noch so ein bisschen sprechen. Und ich möchte sagen, besonders wichtig ist eben aufgrund des Zusammenhangs mit der hormonellen Lage der Frau, dass du versuchst, diese Sexualhormone auszubalancieren. Also gerade heute in der Moderne ist das tatsächlich ein großes Problem, dass die Sexualhormone deutlich schwanken und dass es eben zu großen Unterschieden innerhalb der einzelnen Hormontypen kommt.
Deswegen solltest du versuchen, hier sehr viel, also eine gewisse Balance zu erreichen. Du kannst, wenn es dir wichtig ist, kannst du tatsächlich auch so Hormonprofile per Speicheltest zum Beispiel erstellen lassen. Meiner Meinung nach ist es nicht unbedingt notwendig, vor allen Dingen, wenn du einen klassischen westlichen Lebensstil pflegst, mit wenig Schlaf, mit relativ viel Stress, mit doch einer ungesünderen Ernährung, dann ist die Chance groß, dass du eben unter diesen Dysbalancen, unter diesen starken Schwankungen leidest und dann solltest du dir ein bisschen Mühe geben, um das Ganze auszubalancieren. So ein Test kann manchmal ganz interessant sein, um zu schauen, liegt da doch etwas mehr im Argen, dann kann man auch mit seinem Arzt über weitere mögliche Maßnahmen sprechen. Aber für den Großteil der Patientinnen mit dem Reizdarmsyndrom ist das meiner Meinung nach nicht nötig. Das ist vielleicht auch noch so ein bisschen was perspektivisch, wenn du merkst, okay, ich komme jetzt nicht wirklich weiter mit meiner Therapie, trotz dieser ganzen Dinge, die ich jetzt versuche an die Frau zu bringen, dann kannst du das immer noch machen. Und natürlich, wenn du merkst, okay, meine Beschwerden, die kommen vor allen Dingen mit dem Menstruationszyklus beispielsweise oder sind in bestimmten Phasen der Monatsperiode vorhanden, dann kannst du das Ganze ebenfalls nochmal besprechen. Erster Punkt natürlich, bevor wir jetzt einsteigen, unbedingt erstmal alle, also bevor du mit der Therapie beginnst, die ich dir jetzt beschreiben werde, unbedingt erstmal alle alternativen Erklärungen abklopfen. Wir haben die großen Klassiker, nenne ich sie jetzt einfach mal. Das ist das, was eigentlich beim Arzt geschehen soll. Da habe ich vorhin schon mal angesprochen, die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die Zöliakie, verschiedene Parasitosen, Schilddrüsenerkrankungen, Leberwerte mal checken lassen und so weiter und so fort. Das sind die großen, die potenziell gefährlich werden können. Darmkrebs wäre ist bei jungen Frauen meistens kein Thema. Wenn es da irgendwas gibt in der Familienanamnese, natürlich mit dem Arzt besprechen. Und dann haben wir aber noch eine große Palette an, ich nenne sie jetzt einfach mal die oft unbeachteten oder die gerne übersehenen. Diese Störungsbilder sind nicht so bekannt, können aber ebenfalls sehr häufig Reizdarmsymptome verursachen. Im letzten Video haben wir darüber gesprochen, mindestens 30% der Reizdarmpatienten leiden eigentlich unter einer anderen Erkrankung, die eben beim Arzt nicht systematisch abgeklopft wird. Im Normalfall dazu gehören die Dünndarmfehlbesiedlung, Gallensäureverlustsyndrom, mikroskopische Colitis, Bauchspeicheldrüsenschwäche, systemische Nickelallergie, die Sucrase, Isomaltase, Defizienz, kommen wir gleich nochmal drauf, was für Frauen besonders wichtig ist, die Nicht-Zöliakie-Gluten-Sensitivität, die hatte ich jetzt noch nicht, vielleicht noch ein paar andere, das sind jetzt erstmal die wichtigsten, ansonsten nochmal in das andere Video schauen. Und natürlich für dich als Frau besonders wichtig auch die Endometriose, eine gynäkologische Abklärung. Unbedingt sollte vorgenommen werden, wenn es noch nicht gemacht wurde, einfach nochmal mit dem Arzt darüber sprechen. Viele der jetzt gerade in dieser zweiten Kategorie vorgestellten Erkrankungen oder angerissenen Erkrankungen kannst du entweder beim Gastroenterologen mal gezielt danach fragen, wurde da schon was gemacht in die Richtung. Einige kannst du auch sehr schön über verschiedene Labore bestimmen lassen, aus den eigenen vier Wänden. Das ist teilweise sehr bequem und man muss sich nicht mit dem Arzt rumstreiten. Und warum sollte man das Ganze machen? Weil gelingt es dir, eine solche Störung zu etablieren, also liegt bei dir zum Beispiel eine Dünndarmfehlbesiedlung vor oder eine Nicht-Zöliakie-Gluten-Sensitivität, dann kannst du mitunter deine Reizdarmbeschwerden innerhalb relativ kurzer Zeit, also wirklich innerhalb von Wochen, nicht nur stark lindern, sondern unter Umständen sogar heilen. Das ist wirklich möglich, zeigen viele Studien, vielleicht nochmal ins letzte Video schauen, da habe ich einige angeführt. Also gerade bei der Dünndarmfehlbesiedlung etwa gelingt es uns, diese Dünndarmfehlbesiedlung, das ist eine Überwucherung des sonst eher spärlich mit Mikroorganismen besiedelten Dünndarms, durch verschiedene Mikroorganismen wie Archaeen, Bakterien, aber auch Hefepilze, gelingt es uns, diese zu eliminieren wieder. Dann kommt es tatsächlich zu einer starken Linderung der Beschwerden und in verschiedenen Studien lag der Heilerfolg bei ca. 50% jener Patienten, denen es gelang, die Dünndarmfehlbesiedlung erfolgreich zu behandeln. Also wirklich, es lagen dann keine Reizdarmbeschwerden mehr vor, die Rom-Kriterien trafen nicht mehr zu, die Patienten hatten kein Reizdarmsyndrom mehr. Das ist quasi der schnelle Weg, die Abkürzung.
Für viele Frauen wird das allerdings nicht so gut funktionieren, weil sie eben sehr häufig auch von dieser postinfektiösen Variante betroffen sind. Und das ist der wirkliche Reizdarm in Anführungszeichen. Hier finden wir eben diese Spezifika in den Pathomechanismen Immunaktivierung, Mikroentzündung, vor allen Dingen die Veränderungen im gastrointestinalen Serotoninsystem, die Überaktivität der Mastzellen und so weiter. Was solltest du tun, wenn keine dieser Alternativdiagnosen zutrifft und du aber trotzdem die Reizdarmbeschwerden hast? Grundlage jeder Therapie, das gilt jetzt für Männer wie für Frauen, ist eine gute Ernährungsumstellung, eine darmgesunde Kost. Hier bietet sich natürlich die Low-FODMAP-Diät an. Die Low-FODMAP-Diät ist wirklich die inzwischen am besten wissenschaftlich untersuchte und belegte Reizdarmdiät, kann man sagen. Sie hilft circa 3 von 4 Patienten und Innen, ihre Beschwerden deutlich zu reduzieren. Und sie ist zumindest relativ sicher bei einer ja doch gewissen Liberalität. Also man muss sich nicht ganz so stark einschränken, vermeintlich sage ich jetzt einfach mal. Und kann damit seine Beschwerden eben senken. Besonders gut funktioniert das für jene Patienten mit Blähungen, Bauchschmerzen. Bei den Durchfällen kann es auch Vorteile bringen, aber hier ist meistens noch ein bisschen mehr Aufwand nötig. Bei der FODMAP-Diät ist ein großes Problem, was ich besonders bei der Damenwelt immer beobachte, dass nochmal Frauen nochmal mehr dazu neigen. Und vielleicht ist das wieder einfach dieser Unterschied auch, dieser psychologische Unterschied. Männer fragen häufig nach der SCD und nach der Paleo-Ernährung. Hat vielleicht auch was mit dem vermehrten Fleischkonsum und so weiter zu tun, dass sich Frauen da nicht so rantrauen. Und die Frauen, die halten es lieber mit der doch relativ liberalen Low-FODMAP-Diät. Und in der Low-FODMAP-Ernährung, das ist die, und ich bin dieser Diät wirklich dankbar, muss ich immer dazu sagen, nicht, dass mir unterstellt wird, ich halte nichts von der FODMAP-Diät. Ganz im Gegenteil, ich bin wahnsinnig dankbar, dass es die gibt. Die hat so viele Patienten beschwerdeärmer zumindest gemacht, einfach durch ihre große Popularität. Erzähle ich schon so lange hier, durch ihre große Popularität. Allerdings hat sie eben auch wirklich ein paar Schwächen und die versuche ich auch immer herauszustellen. Also es ist eine gute Variante, den Reizdarm zu behandeln, aber man sollte eben auch diese Schwachpunkte beachten. Und diese doch relativ große Liberalität, das ist eine der größten Schwächen der FODMAP-Diät meiner Einschätzung nach. Weil, wenn du dir dort anschaust, was im Rahmen dieser Kategorisierung grünes Lebensmittel, wenig FODMAP, kannst du essen, rotes Lebensmittel solltest du nicht essen, was dort eigentlich geschieht, ist, dass man das ganze Lebensmittel singulär eben anhand dieser einen Einstufung, FODMAP-arm, FODMAP-reich, moderat, FODMAP, ja, für sich einordnet und dann sagt, okay, das kannst du unbegrenzt essen oder nicht. Allerdings ist im Rahmen dieser Richtlinien eine absolut darmungesunde Ernährung möglich und das passiert leider häufig. Wir wissen, dass die westliche Kost einer der signifikantesten Treiber hinter den Reizdarmbeschwerden ist, bei Männern und bei Frauen. Und Frauen neigen aber wirklich häufig dazu, eben die Low-FODMAP-Diät so in ihrer Art und Weise fortzusetzen, wie sie sich auch vorher schon ernährt haben. Also diese klassische westliche Kost. Brötchen, Weizenbrötchen, Früß oder Baguette wird eben durch eine glutenfreie Variante ersetzt. Kaffee wird trotzdem getrunken oder Espresso. Dann gibt es alle möglichen Ersatzprodukte, die dort eingesetzt werden. Wie du gesehen hast, diese Faktoren sind gerade für Frauen absolutes Gift. Du solltest dich hier wirklich streng machen und Zucker, glutenhaltiges Getreide, zumindest am Anfang, Kaffee etc. haben in deiner FODMAP-Reduktion erst einmal nichts zu suchen. Das ist Zukunftsmusik. Vielleicht verträgst du diese später wieder. Aber am Anfang mach es möglichst streng. Das kann ich dir nur ans Herz legen. Für mich immer, was ich immer empfehle, wenn du das nicht nur machen möchtest, um Symptome zu reduzieren, sondern auch eine Perspektive auf Heilung zu ermöglichen, dann versuch das Ganze mit den Richtlinien oder Säulen einer darmgesunden Ernährung wie der Mittelmeerkost zu verbinden. Und das bedeutet im Rahmen der Low-FODMAP-Diät viel FODMAP-armes Gemüse auf jeden Fall, ergänzt durch wenig Obst, niederglykämische Früchte wie zum Beispiel Orangen oder Kiwis, maximal 2 davon am Tag. Dazu Nüsse und Samen, moderat Stärke wie glutenfreie Haferflocken, Quinoa, Hirse, Buchweizen etc. Und hier auch ganz besonders wichtig, wenn du auf das Serotoninsystem Einfluss nehmen möchtest, geh mit diesen Stärke- und Kohlenhydratquellen nicht zu hoch.
Professor Longo, der Fastenexperte, der weist auch immer wieder darauf hin, diese Mittelmeerkost, schau bitte nicht hin, was in Italien oder Griechenland oder wo auch immer heute gegessen wird. Das hat nichts mehr mit der gesunden Mittelmeerkost zu tun. Die hat eine ganze, oder viele Generationen hat uralt werden lassen, gesund. Dort war es wirklich so, diese klassischen Stärkeprodukte wie Brot etc., die wurden nur sehr, sehr selten eingesetzt. Longo sagt dann immer 80 bis 100 Gramm am Tag. Wenn du da frühst deinen glutenfreien Porridge isst, ist das eigentlich schon ausgeschöpft. So, also dort wirklich versuchen, die Kohlenhydratlast zu reduzieren, den glykämischen Index ebenfalls oder die glykämische Last. Dann das Ganze eben noch ergänzen durch Nüsse und Samen und Kerne. Laktosefreie Milchprodukte auf jeden Fall, SCD-Joghurt beispielsweise, viel Olivenöl einsetzen auf jeden Fall. Hier gibt es auch interessante Studien, Olivenöl tatsächlich zur Verbesserung der Darmflora. Und was hatte ich noch vergessen? Natürlich einige qualitativ hochwertige tierische Produkte. Habe ich auch schon häufig darüber gesprochen, deswegen möchte ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Fisch, vielleicht auch ein paar Innereien und so weiter. Und vielleicht hier, wenn ich gerade bei den tierischen Produkten bin, möchte ich da auch nochmal, jetzt muss ich aufpassen, dass nicht hier mein automatischer Schnitt sich einstellt. Wenn ich gerade bei den tierischen Produkten bin, wir wissen auch aus Untersuchungen, aus wissenschaftlichen, dass Vegetarierinnen und Veganerinnen ebenfalls häufiger unter einem Reizdarmsyndrom leiden, dieses häufiger berichten. Und das hat nichts mit dieser Ernährungsform an sich zu tun. Ich hatte vorhin gesagt, ja, die Männer, die wollen dann auch gern sich die SCD nehmen oder so. Frauen sagen eher, ja, da probiere ich doch mal vegetarisch oder vegan. Aber das größte Problem beim Reizdarmsyndrom innerhalb der Ernährung sind eben verschiedene Kohlenhydrate, resistente Stärke, die FODMAPs und so weiter. Aber zum Beispiel auch verschiedene Komponenten in glutenhaltigen Getreiden wie Amylase-Trypsin-Inhibitoren, Gluten, Fructan als FODMAP. Und diese finden wir natürlich in einer veganen Diät deutlich häufiger und in größeren Mengen als zum Beispiel in der SCD, GAPS und bei der Paleo-Ernährung. Deswegen, man kann, und ich habe absolutes Verständnis, wenn man sagt, das möchte ich aus ethischen Gründen oder was auch immer, gesundheitlich wert darüber zu streiten. Können wir auch ruhig nochmal machen. Aber man kann auch diese vegane Kost oder die vegetarische Kost wirklich darmgesund gestalten. Das braucht dann aber mehr Aufwand. Man muss ein bisschen mitdenken. Und grundsätzlich als Reizdarmpatient, der sich nicht zu tief mit der Materie beschäftigen möchte, solltest du eher davon Abstand nehmen, wenn dir das irgendwie gelingt. Zweiter Punkt zur Ernährung, unbedingt wichtig, mach also diese darmgesunde FODMAP-Diät mit diesen Säulen der Mittelmeerkost. Und wenn das Ganze für dich nicht funktioniert, dann solltest du unbedingt darüber nachdenken, die Kohlenhydrate noch einmal stark zu reduzieren, beziehungsweise die Diät ganz stärkefrei zu machen. Also dann zum Beispiel klassische Paleo-Ernährung, GAPS oder SCD. Was ist hier der wissenschaftliche Hintergrund? Frauen leiden noch einmal deutlich häufiger als Männer mit einem Reizdarmsyndrom unter dem Mangel des Enzyms Sucrase-Isomaltase. Und dieses ist notwendig, um Stärke aufzuspalten und zu verdauen. Und hast du eben dieses Enzym nicht ausreichend verfügbar, dann verträgst du die Stärke nicht, es kommt zu Malabsorptionserscheinungen und Bauchschmerzen, Durchfälle und Blähungen sind häufig die Folge. Deswegen, falls das Ganze für dich nicht gut funktioniert, einfach nochmal so einen kleinen Switch machen, mal hin zur SCD, einfach mal für 2 Monate mal testen und vielleicht führt das zu einer deutlichen Linderung deiner Beschwerden. Nächster Schritt wäre auf jeden Fall, das Ganze durch einige ausgewählte Nahrungsergänzungsmittel noch ein bisschen auf ein breiteres Fundament zu stellen. Und hier eignen sich für Frauen meiner Meinung nach besonders gut auf jeden Fall Vitamin D. Hier ist es aber notwendig, dass du erstmal einen Vitamin D-Test vornehmen lässt. Also das Ganze funktioniert nur bei einem Mangel. Aber auf der einen Seite als Frau, auf der anderen Seite als Reizdarmbetroffene bist du eine Hochrisikopatientin für den Vitamin D-Mangel, vor allen Dingen noch, wenn du in unseren Breitengraden hier wohnst. Da solltest du unbedingt mal drüber schauen lassen, denn wir wissen auch, dass der Vitamin D-Mangel eben mit Darmbeschwerden assoziiert ist. Und wenn wir diesen ausgleichen mit der Gabe von Vitamin D, zum Beispiel 50.000 internationale Einheiten pro Woche, dann gelingt es tatsächlich, die Reizdarmbeschwerden innerhalb relativ kurzer Zeit
deutlich signifikant zu lindern. Und das Ganze verträgt sich auch sehr gut mit der FODMAP-Reduktion oder mit der SCD. Für Frauen wirklich relevant, unbedingt den Vitamin-D-Status überprüfen lassen, deinen Arzt darauf ansprechen. Will der das aus irgendwelchen Gründen nicht, sagt, dass du es selber bezahlst oder lass das Ganze ganz bequem zu Hause durchführen von eben den angesprochenen Laboren, gibt es mehrere Alternativen und Varianten. Zweiter Punkt, weil eben die Frauen sehr häufig unter der postinfektiösen Variante des Reizdarmsyndroms leiden. Und hier finden wir sehr häufig eine gestörte Integrität der Darmbarriere, also das Leaky Gut-Syndrom. Die Darmbarriere wird durchlässiger und dein Organismus kommt dann plötzlich mit Nahrungsproteinen, mit Fremdproteinen in Kontakt, vor allen Dingen aber auch mit mikrobiellen Bestandteilen wie den Endotoxinen, gramnegativer Bakterien, den sogenannten Lipopolysacchariden. Und das führt dann sehr häufig dazu, dass eben nicht nur Darmbeschwerden vorhanden sind, sondern auch noch extraintestinale Symptome, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen etc. Und vor allen Dingen musst du wissen, dass dieses Leaky Gut-Syndrom dich auch dafür prädestiniert, leider, das ist was, was ich vor uns noch nicht angesprochen habe, dass Frauen sehr häufig einen sogenannten dysbiotischen Marsch hinlegen und aus dem Reizdarmsyndrom gerade bei Frauen sehr häufig eine Fibromyalgie, ein chronisches Erschöpfungssyndrom erwächst. Gibt es eine doch recht erschreckende Fallsammlung aus Skandinavien, die das zeigt. Bei vielen Frauen, wo das Ganze mal irgendwann mit eben diesen klassischen Reizdarmsymptomen begonnen hat, Bauchschmerzen, vielleicht ein paar Durchfälle, ist dann später tatsächlich ein chronisches Erschöpfungssyndrom erwachsen mit Berufsunfähigkeit und allem, was dazugehört, sozialer Isolation etc. Du solltest also unbedingt mal die Funktion deiner Darmbarriere checken lassen und das kannst du vornehmen, indem du zum Beispiel das Zonulin untersuchen lässt. Das ist ein guter Marker. Ich lasse ihn gern im Stuhl erheben. Das ist meiner Meinung nach aussagekräftiger, vor allen Dingen für Reizdarmpatienten. Und wenn diese Darmbarriere bei dir aufgrund zum Beispiel eines postinfektiösen Geschehens oder aber auch aufgrund der Schwankungen der Sexualhormone irgendwie nicht mehr funktionstüchtig sein sollte oder nicht mehr gut funktionieren sollte, dann lohnt sich die Gabe von L-Glutamin, der Aminosäure. Die kannst du als Pulver einnehmen, 3x5 Gramm pro Tag. Und in Studien konnte gezeigt werden, beim postinfektiösen Reizdarmsyndrom führt diese Einnahme von Glutamin innerhalb von wenigen Wochen fast zu einer Halbierung des Symptomscores. Das verträgt sich auch wieder wunderbar mit der Low-FODMAP-Diät oder mit anderen Reizdarm-Diäten. Hier konnten Interventionsstudien zeigen, dass kombiniert man beide Verfahren, also die Ernährungstherapie und die Glutamingabe, dass das Ganze die symptomatischen Verbesserungen noch einmal deutlich potenzieren kann. Also das ist auf jeden Fall kein verschossenes Pulver, beides billig zu haben letztendlich. Also der Rohstoff ist günstig und du kannst hier maximale Symptomverbesserungen erzielen. So, herzlich willkommen zurück. Heute wird das mal wieder hier ein ordentlicher Brocken. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ist aber auch ein sehr komplexes Thema. Ich verspreche schon mal, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Ich denke mal, so in 10 Minuten werden wir das Ganze durchhaben. Also Ernährungsumstellung, diese spezifischen Supplemente dazu einnehmen. Dann auf jeden Fall Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ganz einfache Möglichkeit, einfach zu schauen, ist ein Schrittzähler. Zum Beispiel viele haben das auf dem Smartphone. Es gibt aber auch hier diese, die über Vibrationen arbeiten und so weiter und so fort. Versuch wirklich mal, diese 10.000 Schritte am Tag einzuhalten. Oder wenn dir das nicht gelingt, versuch ein mildes Bewegungsprogramm auf jeden Fall zu befolgen. Das kann Walking sein, Nordic Walking, was auch immer in diese Richtung, Radfahren. Nicht übertreiben, das ist wichtig, aber alleine diese Maßnahme wird dich ordentlich nach vorn bringen und deine Beschwerden definitiv minimieren. Das ist das Tolle an diesen Lebensstilauswirkungen bei euch Frauen, dass auf der einen Seite ihr zwar deutlich strenger sein müsst, das ist unschön, also bekommt eben deutlich schneller die Darmbeschwerden, aber es wirken sich auch minimale Veränderungen im Alltag so positiv aus, dass es den Männern eben nicht vergönnt. Gibt es eine geniale Studie mit 3x30 Minuten auf dem Fahrradergometer pro Woche an mittelalten Frauen mit dem Reizdarmsyndrom. Und diese könnten tatsächlich signifikant nur durch diese 3x30 Minuten Radeln ihre Reizdarmbeschwerden minimieren. Und man konnte auch zeigen, dass sich vor allem die entzündliche Last in ihren Darm ebenfalls reduzierte. Also man nahm auch Einfluss auf die biologischen Krankheitsmechanismen. Als vierten Punkt würde ich auf jeden Fall dir anraten, erlern entweder ein bewährtes Entspannungsverfahren. Das können solche Dinge sein wie das autogene Training,
die progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen oder meinetwegen auch MBSR, also das Achtsamkeitstraining. Allesamt haben eine gute Datenlage beim Reizdarmsyndrom, lohnt sich für Männer wie für Frauen. Allerdings zeigen die Studien eben auch, Frauen profitieren davon nochmal signifikant mehr. Und Gleiches gilt auch für die Darmhypnose, also die Gut-Directed Hypnotherapy. Das ist wirklich eine bahnbrechend effektive Methode zur Linderung von chronischen Darmbeschwerden. Erforscht seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, vor allen Dingen in Großbritannien, der sogenannte Manchester Approach. Und das Tolle ist eigentlich, erstens, dass es wahnsinnig effektiv ist. Wir erreichen dieselbe Effektivität wie mit einer FODMAP-Diät, die ja doch auch manchmal sehr anstrengend sein kann. Und dass du das Ganze unproblematisch zu Hause einsetzen kannst. Studien konnten inzwischen zahlreich demonstrieren, dass eben die Arbeit mit einer Audio-CD, die diese hypnotischen Inhalte enthält, genauso gute Fortschritte vermittelt, wie eben tatsächlich der Besuch beim Psychologen, der dann eine Hypnotherapie durchführt. Gibt da mehrere gute CDs inzwischen auch auf dem deutschen Markt, werde ich unten verlinken. Eins von diesen beiden würde ich definitiv in Angriff nehmen, entweder Entspannungsverfahren oder Darmhypnose und auf der anderen Seite, oder Bauchhypnose, und auf der anderen Seite sind irgendwelche psychiatrischen Dinge noch vorhanden? Hast du vielleicht ein starkes Vermeidungsverhalten? Hier ist die Datenlage ebenfalls recht eindeutig. Ab zur Psychotherapie, vor allen Dingen zur kognitiven Verhaltenstherapie, die kann auch deine Darmbeschwerden deutlich reduzieren und auf der anderen Seite deine Lebensqualität verbessern, die Selbstwirksamkeit steigern und so weiter. Also das ist für Frauen auch wirklich eine tatsächlich ein Quell, wo sie wirklich daraus schöpfen können, um ihre Beschwerden zu verbessern. Das sind jetzt erstmal diese vier Dinge. Wir haben eben eine umfassende Ernährungsumstellung, die auch streng durchgeführt werden sollte und durchgehalten werden sollte. Wir haben diese spezifischen Nahrungsergänzungsmittel, Glutamin und Vitamin D, wenn ein Mangel bzw. eine gestörte Darmbarriere vorliegen. Wir haben mehr Bewegung im Alltag, absolut wichtig. Und wir haben eben auch jetzt die, ich nenne es einfach mal Psychotherapie oder Entspannung. Jetzt kommt nochmal diese Geschichte mit den, und wichtig, nicht eins davon, sondern möglichst das möglichst breit im Alltag einzubetten. Und jetzt nehmen wir uns als fünftes nochmal so ein bisschen diese Auswirkung auf die Sexualhormone vor, auf die Balance der Sexualhormone. Und vielleicht denkst du jetzt, das ist ganz schön viel Aufwand, was ich jetzt alles noch machen muss. Das Tolle ist eigentlich, dass die negativsten Auswirkungen auf die tatsächlich auf diese Balance der Sexualhormone, die hast du jetzt schon abgepuffert, solltest du diese ersten vier Schritte umgesetzt haben. Denn vor allen Dingen entsteht diese durch eine ungünstige Ernährung mit zum Beispiel einer Kombination aus viel gesättigten Fetten plus Zucker, durch wenig Ballaststoffe und so weiter, durch eine kalorische Überversorgung. Auf der anderen Seite haben wir aber auch den Vitamin-D-Mangel, der hier eine bedeutende Rolle spielt. Chronischer Stress ist ein wichtiger Faktor. Und hier siehst du, und natürlich auch mangelnde Bewegung, und diese ganzen Schritte, die spielen hier wirklich schon wunderschön rein, sodass das im Normalfall vielleicht schon ausreichen könnte. Merkst du, da ist noch irgendwas im Argen, ich möchte mehr tun. Ganz besonders wichtig, Schlaf. Hatte ich vorhin nochmal angeschnitten. Das ist das unterschätzteste Mittel, um Reizdarmbeschwerden zu lindern. Und gesunder Schlaf, was ist das eigentlich? Hier ein paar konkrete Empfehlungen dazu. Wenn du mal herausfinden möchtest, ich höre das so häufig, ich schlafe halt bloß meine 6 Stunden, ich brauche einfach nicht mehr, mein Körper ist darauf eingestellt und so weiter. Wenn du wirklich mal wissen willst, wie deine zirkadianen Uhren, wir wissen ja, es gibt diese inneren Uhren, es gibt eine Zentralohr und dann aber auch noch in jeder menschlichen Zelle, auch in deinem Verdauungssystem, noch einzelne Uhren, die eben deine metabolischen Prozesse, die immunologischen Prozesse und so weiter steuern. Und wenn wir die irgendwie aus ihrer Synchronisation werfen, dann hat das extreme Auswirkungen nicht nur eben auf die Funktion deines Darmtraktes, sondern es gibt auch Zusammenhänge zu Krebserkrankungen, zu Depressionen und so weiter. Und wenn du wirklich herausfinden möchtest, was die perfekte Synchronisation ist, dann kann ich dir nur empfehlen, geh mal wieder eine Weile in die Wildnis, geh mal campen. Hier kann man eben versuchen, wirklich in Experimenten eindeutig zeigen, die meisten Menschen schlafen in der freien Natur, fern von diesen ganzen Einflüssen, Lärm, künstliches Licht und so weiter, chronischer Stress durch die Arbeit, schlafen die allermeisten Leute weit über 9 Stunden.
Und es gibt diese unterschiedlichen Chronotypen, es gibt Lerchen und es gibt Eulen, aber auch für die Eulen verändert sich tatsächlich der Schlafzyklus, wann gehen diese ins Bett, wie lange schlafen diese, weil tatsächlich auch diese Chronotypen auch ihre Synchronisation verlieren können. Und deswegen konkreter Hinweis oder konkrete Hinweise, geh jeden Tag möglichst zur selben Zeit ins Bett, 3 Stunden vor dem Schlafengehen, kein künstliches blaues Licht mehr, Fernsehen, Social Media, Tablet, Smartphone, was auch immer. Lass das alles aus einfach, mach lieber was Schönes, Entspannendes, Spieleabend mit guten Freunden, mit deinem Mann. Sexualität natürlich, das ist auch die perfekte Zeit vor dem Zu-Bett-Gehen, das entspannt, verbessert das Schlafverhalten. Das sind wirklich Möglichkeiten, um sich zu sozialisieren, sage ich einfach mal, und aber nicht irgendwo in einem Club oder irgendwo, ja, wo Remi Demi ist, sondern ganz entspannt im Rahmen der Familie, mit deinem Liebsten, mit den Kindern. Und was noch wichtig ist, dass du ein festes Mahlzeitenfenster hast und 3 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen nicht mehr Snacks oder irgendwas, also ein Abendessen, meinetwegen 18 Uhr, 21 Uhr in die Falle. Und Schlaf- und Reizdarmsyndrom, das ist eben wie gesagt ein großes Thema, weil es sich gegenseitig beeinflusst. Die allermeisten Patienten mit dem Reizdarmsyndrom haben Einschlaf- oder Durchschlafstörungen oder einen nicht ausreichend qualitativen Schlaf, sodass sie sich früh immer noch erschlagen fühlen. Und die Verbesserung von beiden nimmt Einfluss auf das jeweils andere Feld. Schlaf, ganz wichtig für die Balancierung der Sexualhormone der Frau. Auf der anderen Seite kannst du noch durch weitere Nahrungsergänzungsmittel dort was erreichen, etwa durch die Gabe von Omega-3-Fettsäuren, also Fischöl, oder auch von Vitamin B-Komplex. Das ist das, was ich dir erstmal grundlegend so ans Herz legen möchte. Diese einzelnen Schritte und vor allen Dingen sei streng dabei, kombiniere mehrere therapeutische Ansätze und ich bin mir sicher, das wird gut für dich gelingen. Kümmere dich um deine Darmbarriere und hab vor allen Dingen auch keine Angst. Wie formuliere ich das jetzt einfach mal so ein bisschen zu den schärferen Klingen zu greifen? Also es ist nicht immer das Sanfteste auch wirklich das Beste und auch die SCD, das sehe ich immer wieder bei meinen Klienten, gerade die SCD oder gerade auch die Paleo-Ernährung und das Fasten, die führen ganz häufig zu entscheidenden Unterschieden, vor allen Dingen bei euch Frauen da draußen. Und man muss sich da so ein bisschen verabschieden von dem, ich nehme mal ein bisschen Kitchenea und ich mache mal ein bisschen Entspannung. Stell es auf breite Füße und ich bin mir sicher, du wirst deine Reizdarmbeschwerden gut managen können. Das soll es für heute gewesen sein, ist wieder ein langes, ausführliches Video geworden. Ich denke, ich konnte viele Informationen vermitteln und es war hoffentlich auch für die Jungs da draußen ein bisschen interessant. Für heute verabschiede ich mich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Thomas.